Sehr geehrte Damen und Herren, der Antrag, sehr geehrte Frau Präsidentin, der Antrag der Linken für die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ist meines Erachtens im Grundsatz richtig, denn er wiederholt auch eine Forderung der AfD, die schon am 6. April in diesen Bundestag eingebracht worden ist und mit der Änderung der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie vom 5. April wäre die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel schon damals rechtlich einwandfrei umsetzbar gewesen. Da man mit Sachargumenten bei der Ampelkoalition nichts durchbringen kann, ist unser damaliger Antrag nicht angenommen worden. Das wird auch Ihnen bevorstehen. Ich muss aber sagen, dieser Antrag ist zielgenau, weil diese ganzen Argumente nur Scheinargumente sind. Um zu wissen, welche Zielgruppen Sie erreichen, gehen Sie bitte einfach mal in die Supermärkte in Ihrer Region und dann schauen Sie mal, wie viele Leute mittlerweile mit dem Cent rechnen und wie viel Ware wieder zurückgebracht wird, weil man gerade ein paar Euro über dem liegt, was man von zu Hause noch mitbringen konnte. Wenn Sie das nicht tun, dann machen Sie sich schuldig, über Dinge zu reden hier und zu sprechen, die Sie nicht verfolgen. Die galoppierende Inflation und die Preissteigerung in sämtlichen Lebensbereichen gab es schon vor dem Ukraine-Konflikt. Und die Ursachen bestehen vor allem in der exorbitanten Schuldenmacherei dieser Koalition, die jetzt reagiert, und der Vorgängerkoalition, mit der Druckerpresse Geld in die Welt zu setzen. Der EZB-Nullzinspolitik, das ist die zweite Hauptursache, und die ständig steigende Geldmengeninflation zur Rettung der südlichen EU-Pleitestaaten, die ständig am Tropf der EU hängen. Seit 2020 hat die EZB die Geldmenge um über 20% erweitert und immer weitere Anleihenkäufe getätigt und damit vieles mit Geld geflutet. Und im Endergebnis haben wir jetzt eine galoppierende Inflation bekommen. Dazu kommen die Probleme durch den Corona-Lockdown. Die globalen Lieferketten wurden vielfach zerstört. Und das Weitere, was man unbedingt erwähnen muss, auch in Richtung der Grünen, es geht einfach nicht. Wir haben wahrscheinlich die dümmste Energiepolitik in der ganzen Welt im Alleingang in Deutschland, was uns die höchsten Strompreise weltweit beschert hat. Und Sie stellen sich hier groß hin, wir wollen aus Russland kein billiges Gas kaufen, Sie wollen teures Gas aus den USA importieren. Wunderbar, die Abhängigkeit ist wieder da und von den Arabern das Gleiche. Und das Ende vom Lied ist, der Mensch kann nicht mehr sein Auto finanzieren, der kann das Fahren und die Mobilität nicht mehr finanzieren. Und dann schmeißen Sie noch Milliarden raus in anderem Zusammenhang. Da müssen Sie nämlich auch bei den Steuern wieder was machen und so weiter. Weitere Ursachen der Inflation. Ihre CO2-Steuer hat mein Kollege Gottschalk schon neu erläutert. Wenn Sie es nicht wissen, glauben, dann schauen Sie mal einfach in die Tabellen. Das ist die dümmste Sanktionspolitik, die wir zurzeit betreiben, dass in Russland der Rubel rollt. Was soll das denn? Die sollen doch sanktioniert werden. Jetzt freuen die sich über diese steigenden Energiepreise, die sie selbst mit herbeiführen. Und die Energieversorgung in unserem Land machen sie immer knapper und zur Mangelwirtschaft. Kohle weg, Atom weg. Sie gehen hier nicht ran an die wirklich notwendigen Maßnahmen. Ich komme damit zum Schluss. 10 Milliarden sind nach Indien gegeben worden. Die kaufen jetzt das russische Öl billig ein und verkaufen es jetzt zu uns, damit wir im Winter vielleicht auch noch genug Öl haben. Vielen Dank. Ich bedanke mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und sage Ihnen, beschließen Sie was Sinnvolles, und das ist die Senkung der Lebensmittelpreise. Vielen Dank. Maximilian Mauthaus spricht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, angesichts explodierender Energiepreise, ausfallender Stromnetze, kaputter Währung mit galoppierender Inflation, Massenzuwanderung, Deindustrialisierung, eingeschränkter Meinungsfreiheit, drohender Massenarbeitslosigkeit
Zerstörung des Mittelstandes mit wachsender Armut fragen sich jeden Tag immer mehr Menschen, was steckt hinter all diesen Entwicklungen? Meine Antwort: Die globale Agenda hierfür wurde 1992 auf der Konferenz für nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro aufgestellt. Stichwort Club of Rome. Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes und wohlklingender Phrasen von Nachhaltigkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit verbirgt sich ein totalitärer Staatsdirigismus, Mangelwirtschaft und die Kontrolle über alle Lebensbereiche der Menschen. Kurz, die ganze links-grüne Agenda von Habeck und Co. Dahinter steht eine Kumpanei von Politik und Großkonzernen, gesteuert aus den USA, die das gesamte staatliche Handeln in immer mehr Ländern in der Welt bestimmt. Das haben wir in der Corona-Krise sehr gut feststellen können, welchen Einfluss zum Beispiel Bill Gates auf die WHO genommen hat. Hinter dem Prinzip der Übernahme von globaler Verantwortung verbirgt sich der Wohlstandstransfer ins Ausland, zum Beispiel die 10 Milliarden Euro an Indien für angeblichen Klimaschutz, die Erhaltung von natürlichen Lebensgrundlagen, mein Smart Cities und die Vernachlässigung des ländlichen Raums bis hin zu solchen Sachen wie Krankenhausschließungen und so weiter und so fort. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet Planwirtschaft statt Marktwirtschaft, staatliche Kontrolle über die Produktionsmittel, Absenkung des privaten Konsums auf allen Ebenen, Insekten statt Fleisch, Fahrräder statt Autos, Waschlappen statt Dusche. Da weiß doch jeder Deutsche, was sie wirklich wollen. Verbote statt Freiheit. Ganz nach dem Motto von Klaus Schwab: Du wirst nichts besitzen, aber du wirst glücklich sein. Das wollen wir nicht, und das will auch ich persönlich nicht. Und wenn ich nach Nachhaltigkeit gefragt werde, dann sage ich Ihnen, was die wichtigste Frage der Nachhaltigkeit ist. Wir müssen alles tun, um eine Eskalation des Ukraine-Konflikts zu verhindern und Frieden mit Russland zu schließen und eine europäische Sicherheitsarchitektur in Gang bringen. Und das setzt voraus, dass man auch die berechtigten Sicherheitsinteressen eines Gegners anerkennt. Und das tun Sie bis heute nicht, anstatt einer solchen Offensive. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe mich diesmal wirklich bemüht, die 3 Minuten einzuhalten. Vielen Dank. Ja, das kann man auch mal applaudieren. Und die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion ist die Kollegin Raschana. Die sogenannte Pandemie war in der Gesamtschau eine Kombination aus Wissenschaftsbetrug, Verfassungsbrüchen, politischer Korruption und nicht zuletzt eine gigantische Umverteilung von Steuergeldern in die Taschen der Pharmakonzerne. Wir brauchen eine umfassende Aufarbeitung dieser Pandemie, von der bisher überhaupt nichts zu sehen ist. Ich fordere vor allem eine ehrliche Aufarbeitung der extremen Übersterblichkeitsraten seit dem Impfstart 21. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Verteidigungsminister, mit dem Dekret Nummer 117 vom März 21 hat Selenskyj seine Eroberungspläne für die Krim offengelegt. Es geht darum, die Russen von der Krim zu vertreiben und die USA mitsamt der NATO dort zu stationieren. Diese Angriffspläne wurden ein Jahr vor der russischen Reaktion am 24. Februar 2022 amtlich auf der Regierungsseite der Ukraine veröffentlicht. Lesen Sie mal bitte. Derzeit eskaliert Selenskyj von Woche zu Woche seinen Krieg gegen Russland mit Angriffen auf Ziele im russischen Kernland. Dies hat meiner Auffassung nach nichts mit dem Recht auf Selbstverteidigung zu tun, was natürlich der Ukraine zusteht, wenn sie angegriffen wird. Sehr geehrter Herr Pistorius, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie Deutschland mit der Lieferung von Kampfpanzern,
Mit ständig steigender finanzieller Unterstützung der Ausbildung tausender ukrainischer Frontsoldaten immer mehr zur Kriegspartei gegen Russland mit unabsehbaren Folgen machen. Sind Sie sich bewusst, dass Sie sich mit der Beteiligung an Selenskys Angriffskrieg gegen Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes verstoßen und sich zudem auch § 13 des deutschen Völkerrechtsstrafgesetzbuchs strafbar machen? Ich habe das geschrieben. Begreifen Sie das Frau mal. Präsidentin, Herr Abgeordneter, der Minister antwortet. Da ich diese, erlauben Sie mir den Begriff, schwer nachvollziehbare bis krude Hypothese nicht teile, ist es mir unmöglich, Ihre Frage zu beantworten. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. 30 Sekunden. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, Herr Pistorius, dass ohne die deutsche Unterstützung die Ukraine den Krieg keine Woche lang weiterführen könnte? Das ist der faktische Beweis dafür, dass Deutschland einen bestimmten Einfluss auf die Kriegsführung und die Bereitschaft für Friedensverhandlungen der Ukraine hat. Warum setzen Sie Ihre ganze Kraft nicht dafür ein, dass dieser Krieg endlich zu einem Ende gebracht wird, anstatt ihn immer weiter zu verlängern? Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, ja, Sie dürfen mich darauf aufmerksam machen. Und zweitens, wenn wir aufhören, Waffen zu liefern, wenn das Ende der Waffenlieferung heute wäre, das Ende der Ukraine morgen. Das mögen Sie wollen und akzeptieren. Wir tun es nicht. Meiner Meinung nach ist diese Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern an Selenskyj eine falsche Entscheidung, denn sie dreht nur die Kriegsspirale eine Schraube weiter. Und wieder werden deutsche Panzer gegen Russland rollen. Das haben dort viele Menschen noch in ihrem Gedächtnis und nicht in einer guten Erinnerung. Zweitens, bei diesem Krieg, der so unnötig ist, der niemals hätte zustande kommen dürfen in der Ukraine gegen Russland, da geht es um die Verschiebung von Grenzen. Da haben Sie völlig recht. Die NATO verschiebt ihre Grenzen seit mehreren Jahrzehnten immer Richtung Russland, und zwar in die Nähe der russischen Grenze. Die Russen sind abgezogen beim 2+4-Vertrag. Sie verfälschen doch die Geschichte. Sie belügen doch die Menschen in unserem Land. Die Amerikaner sind nicht abgezogen, sondern die haben ihre Truppen überall stehen lassen und ausgedehnt. Machen NATO-Osterweiterung nach dem anderen. Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, immer mehr Menschen leben in unserem Land. Seit 2014 viel weniger Deutsche und viel mehr Ausländer, Bild-Zeitung vom 30.11.22. Nach offiziellen Angaben leben derzeit 12,8 Millionen Ausländer bei uns. 2015 wanderten circa doppelt so viele bei uns ein, wie neue Kinder geboren wurden. In westdeutschen Großstädten sind junge Deutsche bereits in der Minderheit. Kein Wunder, dass das Bildungsniveau Jahr für Jahr beständig absinkt. Fazit: weil sie noch nicht mal Deutsch können. Der kontinuierliche Multikulti-Bevölkerungsaustausch ist also Tatsache und er ist kein Zufall. Das ist die praktische Umsetzung des Migrationspaktes der Agenda 2030, die von allen Regierungsparteien konsequent umgesetzt wird. Ziel dieser Agenda ist ein globaler Arbeitsmarkt. Dazu sollen traditionelle Gesellschaftsstrukturen in unserem Land beseitigt werden. Ich mache niemandem einen Vorwurf, kein Patriot zu sein oder wie Robert Habeck Vaterlandsliebe, Zitat, zum Kotzen zu finden. Aber man muss den Selbstbetrug beenden und damit Schluss machen, den Wählern den Bevölkerungsaustausch mit Begriffen wie Bereicherung, Integration oder Fachkräftezuwanderung schmackhaft zu machen. Erstens können sich Mehrheiten nicht in Minderheiten integrieren. Zweitens werden wir dadurch nicht bereichert, sondern insgesamt verarmen, weil der Großteil
der zu uns strömenden geringer Qualifizierten dauerhaft in der sozialen Hängematte verbleibt. Die arbeiten nämlich überwiegend nicht. Und drittens, hochqualifizierte Fachkräfte machen um unser Land einen großen Bogen. Genau aus demselben Grund, weshalb jährlich immer mehr gut ausgebildete Deutsche auswandern. Sie haben keine Lust, sich für die dümmste Energie- und Einwanderungspolitik der Welt über die hohen Steuern und Sozialabgaben ausplündern zu lassen. Ihre Vorhaben sind verfassungswidrig. Sie schaffen sich ein neues Staatsvolk, nur um ein paar mehr Wählerstimmen zu gewinnen, weil sie fürchten, abgewählt zu werden, was die logische Konsequenz ihrer Politik ist. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Muannad al-Halal. Die UdSSR ist abgezogen mit ihren Truppen. Der Warschauer Vertrag wurde beendet. Die Amerikaner sind nicht abgezogen. Und mit ihren Truppen in Deutschland haben sie Atomwaffen hier stationiert und Kriege geführt, Drohnenkriege mit tausenden Toten im Ausland. Das muss gesagt werden. Das Wirtschaftswunder in Deutschland haben Millionen fleißige Deutsche durchgeführt auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft von Erhard. Und die Kredite, die wir aus dem Marshallplan bekommen haben, mussten zurückgezahlt werden. Und sie sollten dazu dienen, amerikanische Waren einzukaufen. Zum Schluss sage ich Folgendes. Das US-amerikanische Zeitalter mit ihrer globalen Dominanz weltweit geht zu Ende. Die neue Weltordnung wird eine multipolare sein. Die BRICS-Staaten Russland, China, Brasilien, Indien und Südafrika gehen ihren eigenen Weg. Und immer mehr Länder der Welt werden in Frieden und Freiheit leben wollen, weil sie nicht wollen, dass ihre Pipelines von den USA gesprengt werden, damit sie den dreifachen Gaspreis kassieren können. Vielen Dank. 78% unserer Luft ist Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% sind Edelgase und Spurengase wie Kohlendioxid. Der CO2-Anteil beträgt 0,04%. Vom jährlichen CO2-Ausstoß produziert die Natur selbst 96% und lediglich 4% sind menschengemacht. 4% von 0,04 ergeben 0,0016% menschengemachtes CO2. Der Anteil Deutschlands daran ist 1,76%. Deutschland beeinflusst weltweit CO2-Anteil in der Luft von 0,000028%. Selbst nach den Formeln des EPT liegt der Anteil nur bei einem unter einem Tausendstel Prozent auf die Temperatur. Und mit diesem 1000%, was Deutschland beim Ausstoß von null CO2 weltweit beeinflussen kann, wollen Sie das Klima retten? Wie blöd halten Sie eigentlich die Menschen? Diese physikalische Berechnung kann Ihnen jeder Wissenschaftler machen. Und dafür wollen Sie unseren ganzen Wohlstand opfern. Und reden Sie über CO2, abpressen irgendwie mehr und so weiter. Alles Irrsinn. Sie machen alles falsch in der Beziehung, und dazu gehört auch die CDU. Vielen Dank. Wenn Sie eine Fraktion komplett hier ausgrenzen und mit solchen Unterstellungen arbeiten, worin unterscheiden Sie sich eigentlich von früherer Goebbelscher Propaganda gegen Minderheiten? Sie sind doch die Hetzer in diesem Parlament. Wir wollen Frieden schaffen, und zwar auch ohne Waffen. Das ist meine Antwort. Und Herr Gauland hat genau die richtige Rede gehalten. Und er hat auch das gesagt, was ich zum Ausdruck bringe. Aber ich lasse mich doch hier nicht einreihen in solche Klischees, die Sie hier verbreiten. Wir meinen unsere Politik ernst, jedenfalls ich auf jeden Fall. Und ich lasse mir sowas nicht unterstellen. Mir tun die russischen Soldaten leid, mir tun die ukrainischen Soldaten leid, mir tun die Zivilisten alle leid. Und ich möchte, dass jetzt endlich Friedensverhandlungen stattfinden, dass diese Regierung mal was für den Frieden tut. Denn mit Panzern hat noch nie einer Frieden im Land geschaffen. Das ist genau das Gegenteil.